Moin, hier ist Angelus. Willkommen zurück zu Banishers. Es geht weiter hier mit der Flora-Quest mit der Jägerin. Wir müssen ihre Muskete noch finden, damit wir hier die Erinnerung anschauen können. Dafür brauchen wir die Muskete. Hier gibt es noch eine große Höhle zum Durchsuchen und noch ein paar andere Sachen. Und damit geht's heute weiter. Also, willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr eingeschaltet habt in der heutigen Folge. Und natürlich auch vielen, vielen Dank für den Daumen nach oben in der letzten Episode. Einschusslöcher? Ja. Ein Duell? Na, irgendwann später kam es vielleicht doch noch zum Duell hier. Okay, dann gehen wir mal zurück in die Höhle. Da oben waren wir ja, da habe ich ja den Elite-Gegner besiegt. Aber es gibt hier natürlich noch andere Wege. Die Richtung müssen wir nicht mehr. Hier ist ein Lager. Und noch so manch anderes Zeugs. Klares Quellwasser hier unten. Guck mal, wie sauber das aussieht von hier oben. Hier können wir noch rauf. Wenn hier wirklich ein Lager ist, also vom Geräusch her müsste das eins sein, dann kann ich gleich meine neue Kleidung hier eine Stufe weiter verbessern. Okay, da unten geht es ja auch noch lang. Einige Stellen im Spiel sind wirklich hübsch gemacht. Theodore Shepherds beschauliches, trautes Heim. Das ist Shepherds Lager. Okay. Ja, interessant. Was hat er denn? Fässer da oben aufgehoben. Das macht dir Spaß, was? Hier ist ihre Muskete wahrscheinlich. Ein paar tote Wölfe liegen auch noch rum. Ziemlich viel tote Wölfe. Meister Teds geheimer kleiner Schlachtplatz, hm? Okay. Naja, Leder halt zum Verkaufen und Gerben. Das muss Floras Muskete sein. Flora Abbots Geisterfessel, ihre Muskete, gestohlen von Theodore Shepherd. Oh oh. Die Wölfe kommen wieder zurück. Bewegung, Red! Wer steht noch? Boah! Darf ich... Lass das! Ich konnte meine toten Wölfe sonst immer an einer Hand abzählen. Dass sie nicht automatisch bis hin zum Gegner dreht. Au. Kann mich nicht wechseln. Das war's für dich. Gleich One-Shot nach dem Parry bei den Gegnern. Wenn man das mit dem Parieren dann halt mal hinkriegt. Irgendwann muss ich mich auch mal ausruhen. Okay, jetzt ist alles gut. Hey, ich wollte noch nicht das Feuer anmachen. Da lag noch was. Das mit dem Rauchen habe ich nie verstanden. Soll angeblich sehr gut für die Gesundheit sein. Was? Das wurde damals so gesagt, dass Rauchen gut für die Gesundheit ist, aber die Zeiten sind lange vorbei, Junge. Da
Damals dachte man das noch. Was heißt damals? Also viele Jahre später ja auch noch. In den 50ern hat einfach jeder gequalmt. Also 1950. So. Dann mache ich jetzt die Rüstung hier eine Stufe hoch. Vielleicht auch zwei. Mal gucken, wie viele Sachen ich habe. Wow, 40 Resistenz hat die jetzt einfach schon. Und ich komme hier noch weiter auf 43. Das ist nicht schlecht. Ah, schade. Jetzt fehlt mir ein wenig krauses Moos. Kriegt man wahrscheinlich in den Eggen. Ja, ist in den Eggen zu finden oder von bei Händlern. Krauses Moos. Guck mal, zwei Elite-Juwele. Dann meine letzten zwei Elite-Juwele plus ein leerer Splitter, dann ist die auf Maximum. Aber guck mal, Resistenz 43. Die hat noch mehr als die andere Metallrüstung, die ich vorher hatte. Nicht schlecht. Okay. Fast auf Maximum. Und das Lager hier auf jeden Fall auch freigeschaltet. Der Schlüssel! Der Schlüssel oben für die Truhe am Wachturm. So, das ist Theodore Shepard. Sind das die Notizen von ihm? Er hat nicht so viel gejagt wie sie oder nicht so erfolgreich, ne? Ein Truthahn erlegt, Steilhänge im Norden. Leute wollen im Fort leben, aber wenn die Monster kommen, müssen alle zu den Waffen greifen. Der Kapitän lässt mich mehr Tiere für Fleisch erlegen, als Untote zurück in die Höhlen schicken. Und die pechschwarze Hure schickt er auch raus. Ich traue ihr nicht. Ach man, ist so ein Arschloch gewesen, dieser Typ, dieser Shepard. Ey. Alle fallen leer, bin sicher, guck dir das an. Ich will das gar nicht vorlesen. Abbott hat sich wieder dort rumgetrieben, wo sie nichts zu suchen hat. Sie klaut mir mein Wild, wenn sie auf Ärger aus ist, den kann sie haben. Und das letzte unten. Sie ist eine Gefahr. Ich habe Pennington versucht, ihre Waffe wegzunehmen. Wenn er es nicht tut, mache ich es. Dann werden wir sehen, wer hier der Beste ist. Gott, Junge. Das Notizbuch, das Shepard wollte. So ein reizender Mann. Nein. Reizend ist ein Ausdruck. Mir fallen da ganz andere ein. Ja. Soldat, Jäger, gefallenes Vorbild. Shepard ist erbärmlich, zornig und widerwärtig. Und er ist ein schlechter Verlierer. Ja. Hart, aber wahr. Ja. Da können wir klettern. Habe ich denn jetzt die Höhle durch? Bin ich da reingekommen? Nee, ne? Wo war das blaue Wasser? Hier. Ja, genau, bin ich hochgeklettert. Da hochgeklettert, dann da rüber und dann da gewesen. Und dann kommt man hier wieder runter. Also da kommt man wieder runter. Dann geht's da unten noch nicht weiter. Aber da geht's wieder zum Wachturm. Da unten muss ich dann danach auch noch lang, wenn ich hier fertig bin. So, der Schlüssel ist jetzt auch da. Den kann ich oben dann gleich die Kiste öffnen. Jetzt schauen wir uns erstmal hier die Musketenerinnerung an. Imarada Sentus. Und jetzt wird auf sie geschossen. Der Schuss geht da in den Balken. Oh ne, da ist schon getroffen. Und da oben hat er geschossen. Was zur Hölle, Shepard, du mieser Bastard! Er hat sie zur Strecke gebracht wie ein wildes Tier. Ja. Und dann auch echt so hinterhältig, ne? Ich weiß, sollte uns egal sein, aber... Flora wollte ihre Freiheit haben. Mhm. Shepard hat sie ihr genommen. Ja. Und sie hatte sogar ein Fleckchen Land, was sie selber erworben hat, so.
Sowas regt auf. Oh, Feuerstich. Nahkampfwaffe neu. So, was hat das Ding? Wenn ein Gegner mit einem schweren Angriff getroffen wird, verringern sich die Abklingzeiten von Antheas Manifestationen um 15%. Ja, na ja. Floras Sturz untersuchen. Ja, das wollte ich auch vorher machen. Jetzt darf ich hier rüber. Das ist aber ein gefährlicher Pfad hier auch. Selbst wenn man nicht angeschossen wurde. Ah, das ist der andere Weg. Guck mal, da war diese Abzweigung, diese Kreuzung und ich bin hier noch nicht lang gegangen. Da kommt man hier durch und ist dann hier auf der Rückseite von der Hütte. Interessant. Ganz schön weiter weg. Hier ist auch wieder, guck mal, viel Pestnebel, ne? Dann ist das Dampf, was ich gesehen habe, für den Nebel hier verantwortlich. Um das große Dampfen. Hier ist Blut. Ich nehme Fetzen eines vergangenen Gesprächs wahr. Okay. Weit gestürzt. Was zum? Das Schießpulver ist feucht. Abbott, du faule, heidnische Hure! Der Schnee ist schuld daran. Du jaulst wie ein feiger, zahnloser Köter, Shepard. Der Captain wird nicht immer da sein, um dir den Arsch zu retten. Ich krieg dich noch. Dann schieß lieber nicht daneben, kleines Hündchen, weil ich schneller bin als du. Und die Sache ist schnell aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Das Pulver war nur ein Vorwand, eine Ausrede, um sie zu misshandeln. Später wird er behaupten, es würde ihm aufrichtig leid tun. Man gewöhnt sich daran. Es würde ihm leid tun. Hart. Ich glaube, sie wollte nur ein besseres Leben haben. Wie jeder Mensch. Ich wurde mal von einem spanischen Sklaventreiber angeheuert. Natürlich wurde er heimgesucht. Sein Zustand war übel. Als ich dort aufschlug und er mein Gesicht sah, meine Hautfarbe, ist er ausgerastet. Ich kann was erkennen. Da hängt was im Baum. Ich glaube, es ist eine Tasche. Stimmt. Aber wo ist der Punkt, um das runterzuschießen? Er sagt nicht, dass er sie auch noch aufgehängt hat, ey. Nach dem Erschießen. Hier muss aber auf jeden Fall jetzt erstmal der Dampf weg. Vielleicht sehe ich das Dach, da ist es. Kann ich von hier nicht schießen, wegen dem Nebel? Er zeigt mir auf jeden Fall nicht wieder den roten Punkt an. Warum auch immer. Ach, verdammter Nebel. Ich denke mal, es ist wegen dem Nebel. Okay, wir müssen da rüber. Nebel Vielleicht ausmachen. Lässt du mich das Ruder hier übernehmen. Der Qualm kam von da oben, ne? Oder irgendwo oben. Ich hatte das schon von Weitem aus, vom Wachturm aus gesehen. Haben wir unten was? Ah, da hängt auf jeden Fall noch ein Fass.
Den anderen Weg würde ich auf jeden Fall auch noch gehen. So. Es muss in der Nähe sein. Das Muster muss übereinstimmen. Ja, ich muss auch da hochkommen. Weil da hinten, da ist das Nebeldingens. Nicht ganz. Ah. Okay, bin drüben. Das hat den Nebel vernichtet. Na, zu früh. Okay. Dann hätten wir das auch schon mal. Das ist der Boostpunkt. Aber ich war hier unten auch noch nicht. Oh. Was es hier noch für viele kleine Ecken gibt, ey. Eine Kiste, immerhin. Bin ich noch nicht rüber, das geht dann hier oben hin, ne? Da muss ich auch noch, da war die Höhle, hier oben ist so ein anderer Pfad, hier bin ich, glaube ich, hochgeboostet, da musste das quasi, also ich bin von hier aus hier hochgeboostet und da war der Rauchdings und jetzt bin ich hier runter und dann dahin. Okay. Wachturm, hier diese Hütte, die ich von oben schon gesehen habe. Nicht den Überblick verlieren, sage ich immer, in solchen größeren Gebieten. Da sind noch Efeuranken. Hier habe ich angefangen, ne? Genau. Hier bin ich rein in das Gebiet. Dann bin ich hier lang gelatscht. Hab noch das Fass gesehen. Kann man als Antea ja auch nicht runterschießen. Und da oben rüber geboostet. Genau. Dann können wir mal schauen. Oder gehen wir erstmal hier hin. Vielleicht mal schauen, was da drüben noch ist. Na, da hängt nur eine Tasche dran. Kein Körper. Was ist da drin? Von Priest? Von Priest Brief? Also von Helen? Flora, ich will mich kurz fassen. Da könnte auch von Sebastian sein, die haben den gleichen Namen, Nachnamen, ne? Ich will mir kurz fassen. Als ich angeordnet habe, dass ihr euch mit Shepard versöhnen sollt, habe ich euch Unrecht getan. Ich verstehe nun, dass ich in meiner Eile, Gehorsam und Effizienz unter den Soldaten zu etablieren, euch gegenüber zu harsch war. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Es geht um Menschenleben.
Oh, ich möchte euch mit diesem Brief bitten, ins Fort zurückzukehren. Um euch zu zeigen, dass Shepard es ernst meint, habe ich ihn losgeschickt, euch diesen Brief zu überbringen. Das war der Brief. Es würde mich freuen, wenn auch ihr einen Schritt auf ihn zugehen würdet. Ihr seid unsere beste Jägerin, Flora, und wir brauchen euch. Ich brauche euch und ich glaube, ihr braucht uns auch. Nach Penningtons Tod müssen wir die Disziplin wiederherstellen und unseren Respekt füreinander wiederfinden. Kommt zurück, ich bitte euch. Wir werden euch den Respekt entgegenbringen, den ihr verdient habt. Dafür werde ich persönlich sorgen. Ihr seid die beste Schützin in dieser Gegend und wir brauchen euer Talent, jetzt mehr denn je. Nachdem das geregelt ist, freue ich mich, euch in ein oder zwei Tagen wiederzusehen, Helen. Oh, sie wollte sie wieder zurückhaben. Und das hat Shepard noch wütender gemacht, weil vorher hatte sie den Respekt von Pennington und Pennington hat sie geschützt. Den hat sie den nicht mehr gehabt. Und jetzt hat Helen diesen Brief hier geschrieben und auch Helen war von ihren Talenten überzeugt und wollte Flora wiederhaben. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt von Shepard, dass er dann gesagt hat, nee, ey, wenn sie jetzt wieder zurückkommt, hat sie jetzt den Schutz von Helen. Nee, das Shepard wollte er nicht. Gefiel das sicher nicht. Nee. Er konnte Helen Priest nicht gegen Flora aufbringen. Das hat ihm sicher nicht gefallen. Ja. Zumindest wollte Helen Priest es wieder gut machen und hat sie gebeten, zurückzukommen. Auch das wird Shepard nicht gefallen haben. Ja. Ach, ist das echt tragisch, ey. Aber er hat ihr den Brief sogar gegeben. Er hat ihr den Brief gegeben und hat sie erst dann danach abgeknallt. Also sogar auch noch diese Hoffnung gegeben, ne? So, jetzt habe ich hier den Weg nach oben zur Kreuzung wieder frei. Brauche ich da nicht noch langlatschen. Theodor konfrontieren. Okay, dann habe ich jetzt alles hier. Dann kann ich mir noch die letzten Ecken hier ablaufen. Und dann zurückgehen zum Bastard. Was haben wir denn hier oben? Laut Karte sieht das hier nur aus wie so eine Sackgasse. Könnte aber ein Nest oder so noch so sein. Nicht schlecht. Oder wir finden da oben wieder irgendwie ein Kampfgebiet. Eine Kiste. Eine blaue, glaube ich, oder so. Wenn man das Geräusch nachgeht. Oder noch einen Höhleneingang. Aber ich glaube, ich habe eben eine Kiste gehört. Da ist noch ein Eingang. Eieiei. Okay, was haben wir hier? Achtung, dieser Ort ist mit Geisterschutzvorrichtungen versehen. Ah, das habe ich gehört. Geisterschutzvorrichtung? Aber die ist auf der anderen Seite. Da, die Kiste habe ich gehört. Da, eine Kiste. Geisterschutzvorrichtung, wie soll ich die denn jetzt hier finden? Die scheint auch auf der anderen Seite zu sein. Nee, da. Da oben. Ich bin zurück. Ah. Hat der Winkel zum Glück noch ausgereicht. Ich glaube, hier kannst du rüber, nachdem ich den Weg freigeräumt habe. Mhm. Noch mehr hier? Nee. Wieso höre ich hier immer noch Zeug? Das von der anderen Seite oder ist das aber hat die Kiste einfach nicht aufgehört zu labern? Ich glaube, das war nur die Kiste wieder. Könnte da sonst auch noch irgendwas auf der anderen Seite hängen? Ich weiß nicht. Okay, aber wofür ist dann dieser Höhleneingang hier noch? Oh, da ist ein Wolf. Oh nee, war ein Menschenkörper. Nee, nee. Hä? Warum?
Da ist noch einer. Warum? Kopf runter. Wölfe, verwesen in den Fallen. Ja. Wenn man sie aufgestellt hat, ist nie zurückgekommen. Floras Jagdgebiet ist das. Da geht's noch rauf? What? Ah ne, da war ich doch. Ist das nicht in der Nähe vom Lager? Ja. Das ist die Wand vom Lager. Da war ich doch oben. Da könnte ich jetzt hier zum Lager hingehen. Ja, ja, okay. Hier muss ich noch runter. Da. Also wenn ich hier hochklettere, dann ist da das Seil, was zum Lager geht. Okay. Die Stelle war das. Naja, hier hängt noch was zum Runterschießen. Das höre ich noch. Nicht nur die Kiste. Ich habe das Ding durch die Wand gehört, als ich bei der Kiste stand. Es ist so weit oben. Hier am Baum ist es auf jeden Fall nicht. Da. Glaube ich, oder? Nee. Nö, sah nur so aus. Vielleicht auch ganz oben drauf. Aber das ist nur, gibt nur wieder so ein Seelendingens und eigentlich habe ich auch so viele davon schon. Vielleicht sieht man das von da oben. So, hier wieder rüber. Da war ich drin. Ja, darüber. Und dann die Ranken wegschießen noch. Wollen wir? Okay. Da haben wir eins. Da ist das Herz. Da ist Nummer zwei. Gibt es hier zwei oder drei? Das ist, nicht so gut zu sehen. Wie viele Wurzeln da weggehen? Zwei nur? Vielleicht diesmal nur zwei. Es sind nicht immer drei. Danke. Was willst du denn jetzt noch hier? Da kommen noch mehr! Du solltest von dort. Wolltest du was sagen, Anthea? Ich hab dich nicht gehört. Irgendwas von verschwinden, hat sie gesagt. Nee, ich bleib hier. So, alle Wege durch! Das war der Eingang. Und hier ist Shepard's Hütte. Wobei, nee, da in der Höhle war noch ein Weg. Aber ich glaube, der führt auch nur dahin, wo ich oben schon mal war. Und ich gucke ich da nochmal hin. Sollte ich was Interessantes finden, sage ich euch das. Ansonsten, ja, müssen wir Shepard konfrontieren mit der ganzen Sache. Und ja, ich glaube, das Ende von dieser Quest ist schon eindeutig, oder? Das ist einfach ein schlimmer Mensch. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten in der heutigen Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch rum da und dann bis zur nächsten Folge von Banishers. Haut rein, ciao, ciao.